Die Besteuerung von Fonds. Heute in diesem Video schauen wir uns den Immobilienfonds an. Und zwar, was ist überhaupt ein Immobilienfonds und wie ist die Besteuerung? Da müssen wir nämlich unterscheiden zwischen inländischen und ausländischen Immobilienfonds. Und je nachdem, in welcher Rechtsform ich den halte, greifen andere Steuersätze. All das erfährst du in diesem Video. Hallo, mein Name ist David Kasper, ich bin Steuerberater und geschäftsführender Partner der Köper Steuerberatung und wir haben uns auf die steuerliche Gestaltungsberatung spezialisiert, denn wir steuern Ihre Steuern. Insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften, also GmbHs, aber auch Familienstiftungen haben wir uns spezialisiert. Heute in diesem Video wird das auch wieder ein Thema sein, aber wir schauen uns heute intensiv mal die Besteuerung von Immobilienfonds an. In den vorherigen zwei Videos haben wir uns einmal die Aktienfonds angeschaut. Das Video siehst du jetzt hier oben eingeblendet. Und in dem nächsten Video haben wir uns die Mischfonds angeschaut, das ist auch jetzt hier oben eingeblendet. Heute im letzten Video schauen wir uns zu dieser Videoreihe die Immobilienfonds an. Also wann habe ich einen Immobilienfonds nach dem Investmentsteuergesetz und welche Steuersätze greifen in den verschiedenen Rechtsformen, hängt ein bisschen davon ab, ob es ein inländischer oder ein ausländischer Immobilienfonds ist. All das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Starten wir erstmal, was ist überhaupt ein Immobilienfonds nach dem Investmentsteuergesetz? Da muss ich wieder in den Paragraph 2 des Investmentsteuergesetzes schauen und da ist definiert, wenn das Aktivvermögen des Immobilienfonds zu mehr als 50% in Immobilien oder Immobiliengesellschaften investiert ist, dann bin ich ein Immobilienfonds. Und hier muss ich jetzt unterscheiden noch zwischen inländischen und ausländischen Immobilienfonds. Wir starten mal mit den inländischen Immobilienfonds. Wie ist denn da die Freistellung, also wie viel muss ich besteuern? Und wir fangen wieder an mit der natürlichen Person im Privatvermögen. Danach schauen wir uns an, natürliche Person im Betriebsvermögen, dann die GmbH und dann noch die Stiftung und dann die ausländischen. Starten wir mit der natürlichen Person im Privatvermögen. Vorausschauend kann man sagen, bei Immobilienfonds nach dem Investmentsteuergesetz, nach dem § 20, da unterscheidet das Gesetz nicht, ob ich den als natürliche Person GmbH oder Stiftung halte oder im Betriebsvermögen, da greifen die gleichen Teilfreistellungen. Aber ich habe natürlich andere Steuersätze und die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an. Das heißt, bei Immobilienfonds im Privatvermögen als natürliche Person oder allgemein habe ich immer eine Freistellung beim inländischen Immobilienfonds von 60%. Das heißt, egal als natürliche Person, Privatvermögen, GmbH oder Stiftung, 60% sind immer steuerfrei. Das heißt, ich muss 40% besteuern, also sind steuerpflichtig. Im Privatvermögen als natürliche Person, da dann mit meinem ganz normalen Steuersatz, also in dem Fall Kapitalertragssteuer 25% plus Soli 5,5%, da komme ich auf eine effektive Steuerbelastung auf 10,5%. Wie ist es jetzt, wenn ich es als natürliche Person im Betriebsvermögen halte? Da habe ich auch wieder 60% steuerfrei, 40% steuerpflichtig, aber hier jetzt nicht mit der Kapitalertragssteuer 25%, sondern mit meinem persönlichen Steuersatz, also 42% Einkommensteuer und der Soli kommt auch noch oben drauf. Das heißt, ich bin hier bei 40% mal 42% plus den Soli, bin ich auch bei einer effektiven Steuerbelastung bei 17,7% als natürliche Person im Betriebsvermögen. Also schon mal knapp 7% mehr als im Privatvermögen. Jetzt schauen wir uns die GmbH an, also wenn ich es als Kapitalgesellschaft halte. Und hier muss ich wieder ein bisschen schauen, Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. In der Körperschaftssteuer greift der normale Satz 60% steuerfrei, 40% steuerpflichtig mal 15% Körperschaftssteuer und 5,5% Soli auf die Körperschaftssteuer. In der Gewerbesteuer, da greifen aber ja wieder nur die halben Sätze. Das heißt, es sind nur 30% steuerfrei und 70% muss ich dem Gewerbeertrag unterwerfen, also der Gewerbesteuer, mal ca. 15%. Also insgesamt komme ich bei einer Kapitalgesellschaft, bei einem inländischen Immobilienfonds auf eine effektive Steuerbelastung von 16,8%. Bei der Familienstiftung, die schauen wir uns wie immer als letztes an, da ist die Besteuerung auch 60% steuerfrei, das heißt 40% steuerpflichtig, eine Gewerbesteuer habe ich da ja nicht, also nur 15% Körperschaftssteuer auf die 40% plus den Soli, der kommt auch noch oben drauf, also komme ich hier auf eine effektive Steuerbelastung auf 6,33%. Das heißt, die Familienstiftung ist steuerlich wie immer am günstigsten, also da bin ich sogar bei nur 6,33%. Effektive Steuerbelastung aus Erträge aus einem inländischen Immobilienfonds. Jetzt schauen wir uns noch den ausländischen Immobilienfonds an, denn da ist die Teilfreistellung mehr als bei den inländischen. Da schaue ich auch wieder im § 20 Investmentsteuergesetz, da beträgt sie unabhängig von der Rechtsform 80%. Also 80% bei ausländischen Immobilienfonds sind steuerfrei, also freigestellt. Das heißt, ich muss nur 20% versteuern.
Ausnahme bei der Gewerbesteuer, schauen wir uns dann bei der GmbH wieder an. Fangen wir an mit der natürlichen Person im Privatvermögen. Wie ist da die Steuerbelastung? Also 80% sind hier steuerfrei, 20% muss ich der Besteuerung unterwerfen. Hier bin ich aber im Privatvermögen wieder in § 20 des Einkommensteuergesetzes, also Kapitalertragssteuer 25% auf die 20 und 5,5% Soli auf die Kapitalertragssteuer. Also ich komme auf eine effektive Steuerbelastung von 5,2% im Privatvermögen. Wie ist es bei ausländischen Immobilienfonds im Betriebsvermögen als natürliche Person? Also wenn ich den Fonds in meinem Einzelunternehmen oder in einer Personengesellschaft halte, dort im Betriebsvermögen, dann ist hier auch die Freistellung 80%, 20% steuerpflichtig. Aber hier greift ja mein persönlicher Steuersatz. Also wir rechnen mit 42% plus den Soli. Der kommt auch noch oben drauf. Also ich komme hier auf eine effektive Steuerbelastung von 8,8%. Die Gewerbesteuer kommt hier eigentlich auch noch mit dazu, die können wir aber wieder wie immer außen vor lassen, denn die Gewerbesteuer kann ich im Betriebsvermögen als natürliche Person ja quasi vollständig anrechnen auf meine Einkommensteuer, also können wir die hier außen vor lassen. Es bleibt bei der effektiven Steuerbelastung von 8,8%. Wie ist die Besteuerung jetzt in der GmbH, also in der Kapitalgesellschaft? Auch hier greift wieder in der Körperschaftssteuer die Befreiung von 80% beim ausländischen Immobilienfonds, also 20% in der Körperschaftssteuer. Mit 15% Körperschaftssteuer und der Soli wie immer obendrauf. In der Gewerbesteuer, da habe ich ja wieder nur die halben Sätze. Das heißt, es sind 40% steuerfrei, 60% steuerpflichtig. Das heißt, darauf ungefähr 15% Körperschaftssteuer. Also komme ich hier auf eine effektive Steuerbelastung in der Kapitalgesellschaft auf 12,1%. Und als letztes schauen wir uns die Familienstiftung an. Wie ist die Besteuerung beim ausländischen Immobilienfonds in der Familienstiftung? Hier habe ich wieder die Vereinfachung. Ich habe keine Gewerbesteuer, also greift die 80% Teilfreistellung in der Körperschaftssteuer. Also muss ich in der Körperschaftssteuer in der Familienstiftung 20% der Besteuerung unterwerfen. Darauf 15% Körperschaftssteuer plus den Soli obendrauf. Da komme ich auf eine effektive Steuerbelastung von 3,1%, wenn ich den ausländischen Immobilienfonds in einer Familienstiftung halte. Zusammenfassend kann man sagen, ein Immobilienfonds wird sehr unterschiedlich besteuert, je nachdem, ob es ein inländischer Immobilienfonds ist oder ein ausländischer Immobilienfonds ist und je nachdem, in welcher Rechtsform ich den Immobilienfonds halte, also als natürliche Person, im Betriebsvermögen als natürliche Person, in der GmbH oder in einer Stiftung. Wir können aber festhalten, die günstigste Besteuerung, ob inländischer Immobilienfonds oder ausländischer Immobilienfonds, ist die Familienstiftung. Denn da habe ich beim inländischen nur eine effektive Steuerbelastung von 6,33%, beim ausländischen sogar nur 3,1% effektive Steuerbelastung. Also wenn ich einen inländischen Immobilienfonds habe oder auch einen ausländischen, ist es am günstigsten in der Familienstiftung, da habe ich die niedrigsten Steuersätze, da kann das Vermögen viel schneller wachsen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns einen Daumen nach oben da, abonniert auch den Kanal und auch die Glocke, denn dann seid ihr immer informiert, wenn wir ein neues Video hochladen. Und wenn du wissen willst, wie du deine Steuern optimal steuerst, oder wie du deine Kapitaleinkünfte steuerlich optimal ausrichtest, dann schick uns jetzt eine Anfrage an anfrage@köber. Die Kontaktdaten, die siehst du jetzt hier unten eingeblendet. Und lass auch deine Steuern von uns in Zukunft optimal steuern.